Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in der Vorschau Nummer 2 von Rungore Beginner Experience. Schauen wir mal rein. Wir hatten da ja was freigespielt. Das war irgendwie ein Bogenschütze oder sowas. Den wollen wir uns jetzt nach dem Intro hier mal angucken und schauen, wie der sich spielt oder was der Unterschied ist. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann legen wir mal los. Dungeon geht nicht, Dschungel ist klar, eine vergessene Straße, ein vergessener Wald, niemand erinnert sich daran, wo kann ich denn den Charakter denn auswählen? Hier oben? Ne, muss ich nochmal zurück. Option Vollversion auf Wunsch verlassen, gibt's wohl nicht, ne? Dann muss es wohl hinter dem nächsten Bildschirm kommen, schauen wir mal, weiß ich auch nicht. Ah, hier ist es. Alles klar. Da, Jägertyp. Gewährt eine Sekunde Ausweichen, nachdem eine Karte gespielt wurde. Mutet seinen Bogen... Was? Nee, nutzt seinen Bogen meisterlich. Niemand sieht es kommen, mit einer Bogensinn erwürgt zu werden. Ach, so läuft das. Okay, ist also auch ein Nahkämpfer wahrscheinlich nur mit der Bogen. Mit dem Bogen natürlich. So, und jetzt? Ach so, ich muss das ja immer hochziehen, ne? Und jetzt fügt Gift hinzu. Wow. Gewährt eine zufällige Karte. Attackiert einen Gegner und gewährt Ausweichen. Attackiert einen Gegner und gewährt Ausweichen. Erhöhte kritische Schaden um 20%. Den nehmen wir. Der nächste Gefahr kritischen Schaden. Und na komm, nehmen wir nochmal Gift. Was, das fügt Gift hinzu. Und das ist für Gift wird nach jedem Ausspielen aufgewertet. Ja, dann nehmen wir den nicht, sondern nehmen den. Das hört sich besser an. Jetzt habe ich alles rausgehauen, ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Füg Gift hinzu, Architekten, füg Gift hinzu. Oh, das hört sich schon mal gut an. Jeder vierte Akt verursacht kritischen Schaden, erhöht Angriffe für 6 Sekunden. Erhöht Angriff für 6 Sekunden, gewährt Ausweichen für 2 Sekunden oder kritischen Schaden. Und dann nehmen wir den noch, oder? Okay, schon erledigt. Haben irgendwie nur noch 11 Punkte, ne? Sternlicht, Lootbox, keine Ahnung. Gratiskarten, wow. Attackiert einen Gegner und gewährt Ausweichen. Die sind alle gleich, ne? Ja. Komm, nehmen wir die, egal. Ich glaube, die mit dem 4, die müssen wir zuerst ausspielen wahrscheinlich, oder? Ne, die geht automatisch. Okay, jetzt haben wir nur noch 5 Punkte, jetzt wird's ernst. Aber das ist schon der Boss so gewesen, oder was? Ein Attack bei unserer kritischen Schaden. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit für 6 Sekunden. Oh, das ist gut und das ist gut. Ich glaube, das war's schon, ne? Jetzt haben wir's, oder? Wow. Artefakt heilt 20% der maximalen HP nach dem Kampf. Artefakt wird das von dir verursachte Gift um 1. Artefakt gewährt dir den Berserker-Effekt, wenn du ausweichst. Dann nehmen wir den, ne? Wähle 3 Karten, immer noch. Versucht kritischen Schaden, okay, und gewährt eine zufällige Karte mit Gift. Die nehmen wir mal. Erhöht Angriff für 6 Sekunden, erhöht Angriffstempo um 4. Gewährt Ausweichen für 2 Sekunden. Ich lasse das mal so. Keine Ahnung, ob gut oder schlecht. Wir sind in einem neuen Level oder so. Ebene 2 von 2, gut. Vielleicht ist es gut, vielleicht auch nicht. Die heilt sich immer wieder, ist ja gemein. Letztes Mal sind wir, glaube ich, auf Ebene 2 dann gestorben, ne?
Attackiert zweimal ist ganz gut. Der ist besser wie... Ich würde den nehmen, ne? Ja, komm los. Was haben wir hier noch für Gift zu? Okay. Stiefel, Kampfbeginn, wehrt dir einmal kritischen Schaden. Gewährt Ausweichen für 2 Sekunden, also kurz kritischen Schaden. Den nehmen wir aber mit. Gewährt einen Gegner und gewährt Ausweichen für Gift in Höhe des Angriffs des Helden zu. Okay. Los geht's. Oh, schon kaputt. Hätte ich nicht gedacht. Du hast begonnen, an das Herz der Karten zu glauben. Der Qualität hat sich gehört. Klasse. Na super. Attackiert zweimal. Gewährt Ausweichen bei Einsatz für das Gift, das der Gegner zugefügt wurde. Erhöht Angriff um 5, verlangsamt den Helden um 10, hält 5 Sekunden. Stiefel gewährt 5-mal, das ist auch gut. Gift fügt Gift in Höhe des Angriffs des Helden hinzu. Attackiert ein Gegner und gewährt Ausweichen. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit und hier fügt Gift in Höhe des Angriffs des Helden hinzu. Machen wir. Oh, das war aber knapp. Jetzt kommt der Boss. Versucht kritischen Schaden. Kampfbeginn einer zufälligen Karte in deiner Hand erhält dieses Effekt. Verursacht 2 Gift. Attackiert einen Gegner und gewährt Ausweichen. Fügt Gift zu, wird nach jedem Ausspielen aufgewertet. Komm. Attackiert ihren Gegner. Kritischer Schaden. Ja, ich glaube, das war's. Mehr ging ja nicht, ne? Ne. Ich habe keine Ahnung. Und da sind wir tot. Haben wir nicht geschafft. Blödes Spiel. Genau so ist es. Ja, zurück. Ich würde sagen, das soll jetzt das gewesen sein. Wir haben nichts freigeschaltet, glaube ich. Das ist alles das Gleiche. Ihr habt gesehen, wie es ist. Also, ich finde es jetzt nicht so prickelnd, ne? Wer da drauf steht, auf so eine Art von Spiele, ja, dem wird es wahrscheinlich gefallen. Der hat da voll die Ahnung von und weiß auch, wie man die Karten ausspielt. Ich bin voll der Noob da drin und habe keine Ahnung, was gut oder was schlecht ist. Ich habe da, ja, wie ihr gesehen habt, das Auswählen war jetzt nicht irgendwie wahrscheinlich sinnig. Vielleicht war es auch sinnvoll, aber ich habe echt keine Ahnung davon. Ja, gut, dann haben wir das mal vorgestellt. Auch schön. Und wir werden dann nächste Woche wieder was anderes machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in den anderen Projekten. Bis dann. Ciao.